Hallo, liebe Bärschütter. Am Samstag, den 28. März, zur Umstellung von Normalzeit auf Sommerzeit hier in Bärstadt am Bärstädter Zingelplatz. Mein Name ist Burkhard Kees, der Vorsitzende vom Arbeitskreis Dorfentwicklung hier in Bärstadt. Alljährlich feiern wir zu diesem Datum der Zeitumstellung das traditionelle Brunnenanstellen, mittlerweile schon mehr als 25 Jahre lang. Dieses Jahr ist die Veranstaltung eine etwas einsame Veranstaltung geworden, wo sonst Musik mit im Spiel war, wo gegessen, getrunken und gelacht wurde, stehe ich allein an dem Brunnen, der heute trotzdem sein Wasser, ab heute trotzdem sein Wasser spenden soll für die Bärstädter Bevölkerung. Wegen der Corona-Pandemie gibt es zahlreiche Beschränkungen, die ein geselliges Leben in Bärstadt fast zum Erliegen bringen. Die Vereine müssen ihre Arbeit ruhen lassen. Alle Gaststätten sind geschlossen und sogar, man sieht's, der Friseur musste seinen Laden schließen. Ich hoffe, dass bis zum Brunnenabstellen im Herbst wieder normale Verhältnisse eingetreten sind und wir von der Pandemie nicht voll getroffen werden, sondern höchstens gestreift. Ich hoffe darauf, dass die Maßnahmen der sozialen Beschränkung wirken und sich möglichst wenige mit den Virus infizieren. Ein beständiges Zeichen soll gerade in dieser Zeit sein, dass das Wasser an unserem historischen Zingelbrunnen läuft. Deswegen sage ich jetzt Wassermarsch. Und das Wasser läuft und steht allen Bärstädtern zur Abholung und zum Blumengießen zur Verfügung und auch zur Erfrischung. Trinkwasser ist es leider nicht. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und wir uns zum Brunnenabstellen im Herbst wiedersehen. Bleibt gesund, liebe Bärstädter, liebe Freunde von Bärstädter und alle, die ihr dieses Video anschaut. Das erste frische Wasser in diesem Jahr soll auch den schönen Blümchen auf dem Zingelplatz dienen.